Daro ist gestern schon zum Red Bull Ring gegangen. Ich komme jetzt heute nach, denn ich hatte gestern Abend leider noch ein Shooting. Wir sind jetzt gerade aus Zürich losgefahren und in etwa 9,5 Stunden bin ich dann auch da. Es ist sein erstes Rennen in der KTM Expo. Deshalb sind wir alle sehr gespannt, was da rauskommt, und wir hoffen natürlich nur das Beste. Aber ja, jetzt zuerst mal etwa 9 Stunden Edit warten auf mich. Sechseinhalb Stunden später. Nee, hier hinten geht's nicht durch. Okay, ich bin falsch, alles klar. Und nächster Versuch, diese Richtung. Also mal schauen, wo es hingeht. Bis gleich. So, hier sieht man gleich den Vergleich. Hier, das ist meine Kleidungstasche, Equipment-Tasche. Oh mein Gott. So. Eine Stunde später. Okay, ich hätte jetzt fast die Station verpasst. War noch auf der Toilette und da steht er schon. Irgendwo im Nirgendwo. Zwei Stunden später. Endlich in Knittefeld. Ich bin endlich angekommen. Wow, ganz schön gelb hier. Also Gustavo meinte, ich soll einfach irgendwie nach hinten laufen. Finally! Hey, alles klar. Ciao, wie geht's denn? Gut, gut, selber. Mal. Guten Morgen, Leute. Gestern gingen wir relativ früh ins Bett, um bereit für Tag 1 zu sein. Jetzt sind wir bereits auf dem Weg zum Ring. Jetzt steht das Briefing an und danach geht's endlich ins Auto. Ich brenne schon darauf, um schnelle Runden zu drehen. Bis gleich, Leute. Wir sind hier am Red Bull Ring. Es ist mein erstes Rennwochenende hier mit der KTM Expo Rookie Challenge oder Crossbow Rookie Challenge, wie man es nehmen will. Erster Tag gestern schon vorbei, schon Testfahrt gehabt, es hat geregnet, war schönes Wetter, es hat mal leicht geregnet, es war mal abtrocknen, also wirklich alles erlebt, was wettertechnisch so geht. Und ja, jetzt heute steht zwei Trainings, zwei Qualifyings und zwei Rennen auf dem Programm. Bin da gespannt, wie das rauskommt, und ja, willkommen am Red Bull Ring. Der erste Tag ist vorbei. Das war wirklich ein Tag mit Ups und Downs, wie ich ihn noch nie in meinem Leben erlebt habe. Das Quali, ja, so lala das erste. Dann eine rote Flagge zum falschen Zeitpunkt. Ja, das erste Rennen war dann wirklich nicht so toll. Ein schlechter Start gehabt, gleich abgedrängt, Plätze verloren. Mich wieder auf Platz 4 war es, glaube ich, zurückgekämpft.
dann von der Strecke gedrängt worden, ein bisschen Feindkontakt gehabt. Dann ging es schnell, ja, und dann war Platz 5. Und dann zweites Rennen, da fehlen mir fast die Worte. Das ist wirklich, da hat Kurve 3 hatten die zwei vor mir sich gegenseitig abgeräumt, Safety Car. Ja, was dann folgte, war wirklich, zuerst habe ich noch den Zweitplatzierten attackiert, das ging aber nicht. Die Reifen waren wirklich, die waren am Ende. Ich hatte null Pace und am Schluss musste ich mich noch verteidigen gegen etwa 3 Leute und wir sind da wirklich Feindkontakt pur. Also wirklich, da gingen wir mal zu dritt in die Linkskurve. Also das war einfach Augen zu und durch und die Erleichterung war riesig, als ich ins Ziel kam. Also ja, nicht schlecht. Drittes Rennen in meinem Leben, erstes Podium, also das kann man mal so machen. Und ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen feiern, dezent, ohne Alkohol, sportlich natürlich und ja, morgen zweiter Tag, freut euch doch. Sieben Tage und wir beginnen natürlich wieder mit Platz 3 und hier begrüßen wir aus der Schweiz Gustavo Xavier. Guten Morgen, wir sind hier beim zweiten Tag vom Red Bull Ring, sind hier gleich in unserer Unterkunft. Wie ihr seht, haben wir einen schönen Blick auf die Strecke. Ja, jetzt mal schauen. Gestern war ein verrückter Tag. Von mir aus darf es gern heute ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen konstanter. Mal kein Regen wäre mal schön, aber es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Und ja, bin gespannt. Bin schon etwas angeschlagen, setzt alles ein bisschen an, aber heute kämpfen wir uns noch ein bisschen durch. Also bis gleich. Das, Leute, Platz 1. Das war einfach geil. Hat ein bisschen Champagner gegeben. Ja, mir fehlen die Worte. Bin einfach nur glücklich. Yes!